Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz klitzekleinen Aufnahmesession Disney Dreamlight Valley mit meiner Co-Moderatorin, mit Tipptopp. Hallöchen. Hallo. Ja. Das sind wir wieder, ja genau. Du bist gerade nach Hause gekommen, quasi noch nicht mal eine Stunde zu Hause. Du musst sofort an die Arbeit. Scharfe Häuslebau. Ja, wer es nicht mitgekriegt hat, die Manu war bei mir gewesen, hat mich ein paar Tage besucht. Und jetzt ist wieder die freie Zeit vorbei, jetzt wird wieder geschuftet. Genau. Ja, wir haben ein paar Aufgaben. Du warst ja jetzt hier auch ganz schön zur Gänge die letzte Zeit. Du hast hier das Brettspiel gemacht hier, ne? Das hast du fertig. Da sind jetzt keine Punkte mehr erreichen. Ja, ja, aber, ne? Ja, es sind immer noch 90%. Ja, beziehungsweise wir wissen es nicht, aber wir vermuten, dass es damit zusammenhängt, dass wir diese drei Figuren noch basteln. Noch nicht haben. Genau, die Christoph. Die Punkte haben wir erreicht, die man erspielen kann. So. Ja. Und ich weiß zwar nicht, wie sich 10% auf 3 aufteilen, aber gut. Vielleicht sind es ja auch 3,33333. Mhm. Aber Merlin haben wir doch. Ja, wir haben Merlin als Spielfigur, ja. Aber irgendwie muss man den ja anscheinend noch bauen. Ja, wir haben ja auch noch ein paar Aufgaben zu erfüllen, ne? Also das Problem ist halt, dass wir noch nicht Material haben, dass man mal eine Figur bauen könnte, um zu sehen, ob das wirklich das ist. Weil das ist ja leider sehr mühselig. Also diese drei Figuren können wir noch machen. Ha? Die drei. Ja, die und drei. Wenn du draufdrückst, dann fängst du an zu weinen. Weil da brauchen wir Dingelhopper und Ruder. Ich hatte irgendwie noch mal Ruder gestern, eins oder so. Ja. Bei Christoph brauchen wir auch noch mal Ruder, 10 Stück. Geprägtes Buch, also Eisstand. Das ist richtig heftig. Ja, ne? Und das sind nicht die Nebel, die uns Probleme machen, sondern die Dinge, die wir suchen müssen. Und Merlin ist. Also, was mir überhaupt noch nicht in irgendeiner Form begegnet ist, ist diese mobile Loot-Teile oder was es ist. Das habe ich noch nirgends. Ja, doch, das hatte ich ja, siehst gehabt. Ja. Also, wir haben beide festgestellt, dieses Suchen mit dieser Sanduhr. Ja, das ist so nervig und mühselig. Finde ich auch. Läuft das bei dir flüssig? Ja. Ja, es liegt daran, dass dein Computer noch ein paar Updates hat. Wenn es zu dolle stockt, sag Bescheid. Ja. Ja, wenn man ein paar Tage nicht zu Hause ist, dann kommt natürlich alles auf einmal, nicht wahr? So, wir hätten hier eine wunderschöne Standuhr, die haben wir schon. Siehst du die? Ja. Das Regal haben wir schon. Ach, das sieht gar nicht. Oh, der Flöten-Heinrich. Ja, für 3200, wir haben das. Ja, ja. Oh. Dann den Stuhl, den haben wir noch nicht, aber ich weiß also, nicht. Braucht kein Mensch, ne? Ich frag mich, wo meine Gummistiefel sind. Boah, Goofy ist hier. Den haben wir nicht. Oh. Den Hocker. Den haben wir nicht? Der ist von Toy Story, Sternenhocker. Ja, wir haben uns ja was vorgenommen. Wir werden das solche Sachen jetzt mitnehmen. Ja, was anderes bleibt einem ja auch nicht über. Und die Vase haben wir? Warum wird sowas nicht benutzt? Für was denn? Okay, den Tisch. Ist andere. Andere wollen wir nicht. Nee. Auf Wiedersehen. So, dann hätten wir hier noch die Küchentheke und diesen Astlaternen-Dingsbums. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Ja, und die hatten wir, glaube ich. Die dürfen auch. Also ich. Die haben wir nicht, aber. Nicht. Ja, dann kauf die doch. Dann. Dann haben wir die jetzt auch. Ja. So. Freundlichen Dank. Wer sich wundert im Übrigen, was ich anhabe, das ist von meinem letzten Bild, was wir gemacht haben. Hey. Kopftücher kaufe ich aus Prinzip. Und bis bald. Ratatouille, quietsche Turnschuhe. Die sind eigentlich auch ganz schön. Ja. Freundlichen Dank.
Was haben wir hier? Ah. Cinderella, modische Handschuhe mit Goldjuwelen. Gold sieht aus wie Rost, aber ist okay, ist okay. Gold sieht aus wie Rost, auch schön. Und Ralf Reichts rosa Ita, was haben wir die nicht? Warte mal. Freundlichen Dank. Die haben wir tatsächlich nicht. 11.000 für so einen Rucksack. Echt jetzt? 11.000 für einen Rucksack. Das ist aber echt. So. Auf Wiedersehen und bis bald. Klamotte. Kurze Hose. Mhm. Blaue Jeans-Shorts mit hoher Taille. Nö, ne? Nö. Wir haben gesagt, die wichtigen Sachen nehmen wir mit, also wo jetzt... Ja, weil da steht ja auch andere, also ist das auch nicht irgendwie von irgendwas. Mickey und Freunde, T-Shirt Retro Mickey Maus in Weiß. Ja, okay, das ist ja dann... So, Goofy, geh mal beiseite, so. Für 8.000, eine Ratatouille blauer Wollmantel. Das sieht schon ganz schick aus eigentlich. Aber das sieht doch nicht blau aus, oder? Schwarz oder Anthrazit. Ja, ja, ja. So, jetzt sind wir wieder bei den Ganzkörperanzügen. Blauer Arbeitsoverall von Wally. Und was Ganzkörperanzüge betrifft, man sieht es gerade bei dem, was ich anhabe, aber... Ja. Und hier haben wir den futuristischen grünen Overall von Wally. Ja. Für 16.000. Na, Mann. Das heißt, ich muss demnächst mal wieder ein paar Kürbisse. Das ist aber auch teuer. Also echt 16.000 oder was weiß ich für so ein... Ja, ja, ja. Also, shoppen waren wir? Ja, shoppen waren wir. Oh, komm hier raus, der Flötenheinrich ist da. So, ich würde mal sagen, wenn Dinge bumm machen, ne? Traumscherben und rote Kannenpflanzen. Ach, da müssen wir nach Hause mal. Also rote Kannenpflanzen, das... Ach, ich muss mal gucken, hatte ich mir noch Obstsalat gemacht? Oh ja, 10 Stück. Ja. Oben im Grasland, also da, wo die Lagune ist, da waren auch viel von den Kannenpflanzen. Ich guck mal, was wir in der Kiste haben. Hä? Ja. Müssen wir eigentlich haben, glaube ich. Traumscherben haben wir ja ohne Ende. Das sind die Rosan, ne? Ja. Kannenpflanzen, 19 Stück. Na, wer sagt's denn? Ja, gut. Wie viel brauchten wir? 10, ne? 5, oder? 10? Ne, 5, ne? Und wenn du sagst 5, dann nehme ich 5. Eigentlich schön. Übertragen, so, und Traumscherben. Ah ja, Traumscherben 10, dann waren das die. Warte, nee, falsche Dings. Dann können wir die nämlich... Oh, guck mal hier, wie viel wir haben. Boah. 5,99er Stacks. Was kann man damit noch machen? Weißt du? Daraus machen wir diese anderen Scherben, weißt du, diese... Ah, ja, ich weiß. Und viele auf Edelstein haben wir wirklich auch schön viele. Und dann wieder ein paar Laternen machen. Diese Edelsteine, das sind ja... Wir haben ja noch welche, guck mal. Ja, ich weiß. Guck mal hier rein. Ich wollte eigentlich von diesen... von diesen neuen... Lichtkerzenständern oder wie man oder Lampendingern. Guck mal, da ist ein Dings drauf. Mehrere machen, hä? Da ist ein Zeichen drauf, das brauchen wir für eine Quest. Endlosstein. Ja, das ist richtig. Ah, mal gucken, wa? Hm. Graue Fleck des Kapibara. Ja, ich habe einen Leuchter gemacht davon, von diesen neuen, die sind echt schön. Mann, des ewigen Sonnentropfen sollen wir herstellen. Das wahrscheinlich. Skelettfisch. Haben wir auch alles. Und hier brauchen wir... Ach, der hat neue Dings für uns. Guck mal, den haben wir frei. Ja. Ja, da sind jetzt noch einige Aufgaben, die wir machen müssen, ne? Oh, da ist schon noch. Ja. Wollen wir mal gleich das Armband machen? Dann brauchen wir nicht noch mal hierher. Hier? Nö, doch, da. Wo? Da unten. Da unten. Uns fehlen nichts. Nee, uns fehlen nichts. Uns fehlen nichts. Wir stellen das her. Stimmt, da hatten wir die Blüten gesucht beim letzten Mal. Da hatten wir die Blüten gesucht. Tada! Armband des ewigen Sonnentropfens. So.
Ja, wieso? Ach, jetzt fehlen mir wieder 5 Traumscherben. Ja. Natürlich hätte die aus dem Inventar genommen, na gut. Aber wir haben ja genug. Ja. Sehr schön. So, dann können wir die beiden Quests erfüllen. Du hast immer noch keine 10. Oder wie? Hä? Mach mal dein... Doch. Ich hab ein bisschen Versatz drin. Ja. So, wo haben wir denn Esmeralda Turnschuh? Wo ist denn Dings? Ah, sie kommt. Ja, sie kommt. Also ich kann euch verraten, Manu war sehr, sehr fleißig in den Tagen, wo sie hier war. Aufgabe, ne? Ja. Ja. Das geben wir ihr mal. Ja. Tada. Aufgabe. Ja. Stitch ist zu Merlin gegangen, um das Feuerwerk sicherer zu machen. Wenn du dies zu den anderen Zutaten hinzufügst, machst du ein neues Feuerwerk, aber ein sichereres. Das ist echt süß. Ich bin froh, dass du erleichtert bist. Oh. Eve-Aufgabe. Die ist ja noch voll niedlich auch. Das Feuerwerk ist bereit zum Aufstellen? Piep, piep. Perfekt. Während du es platzierst, kümmere ich mich darum, dass alles für die Show vorbereitet ist. Lass uns ein paar Teppiche, Stühle und Dekorationen hinzufügen, damit die Leute sich entspannen können, während sie die Show sehen. So. Doch, niedliche Teppiche, niedliche Stühle und niedliche Dekorationen. Wo muss das denn hin? Wo? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Wir müssen es erstmal produzieren. Oder haben wir, warte mal. Müssen das produzieren? Karte? Nee, warte, so. Möbel, da. Da sind die Sachen. Ja, wo wollen wir das denn platzieren? Ja, wo sind denn die Sachen? Ja, die muss ich aufstellen. Da. Irgendwo in der Wüste, wo es schön frei ist, oder? Ja, okay. Ja, hier ist ja nirgendwo frei, das ist ja auch so. Okay. Gedöns. Ach, Olaf. Olaf, denk dran, Möhre in... Blub. Ach ja. Ich werde nicht niemand bedrohen. Ja, in der Wüste hätten wir einen schönen Platz, aber willst du die Stühle und Tische in die Wüste stellen? Echt jetzt? Und Teppiche? Da kann ja auch einen Sonnenschirm dazu tun. Dann bleiben wir aber gleich hier vorne, oder? Ja, guck mal, das ist doch perfekt. Ja. Gleich hier vorne. Wir können ja ein Pavillon drüber stellen. Dann kann man nicht in den Himmel gucken, ist auch schön. Teppich. Na toll. Diese Teppiche? Ein Teppich, glaube ich. Kann man nicht was anderes nehmen? Nee, ist es vorgegeben. Ja? Okay. Da hat aber echt einer keinen Geschmack, ey. Oder? Nee, ist gar nicht vorgegeben. Mach doch aus den Blättern, nimmst du 3 Blätter und machst so sternförmig, weißt du? Richtig schön. Dass die sich unten berühren. Guck mal, wir haben 4 Blätter. Ja. Dann nimmst du 3. Oder so. Dass sie, weißt du, wie so eine Blüte sind. Oder du nimmst alle 4. Das sieht schön aus, bestimmt. So. Jetzt den genau gegenüber. Wie drehe ich den denn? Achso. So, voran. So. Schön. Ja, das reicht.
Nee. Was? Was war das noch? Was brauchen wir? Warte mal, ich muss mal die anfragen. Also niedliche Teppiche und niedliche Dekorationen haben wir. Ach, niedliche okay. Stühle. 6 Stück? Si, oh. Signora. Okay. Niedliche Stühle. Lass mal gucken, wovon wir mehrere gleiche haben. Oh, überhaupt keine, oh Gott. Das ist ja schrecklich. Können wir nicht 6 Stühle kaufen? Nein? Das ist ja furchtbar. Oder du nimmst die Ottomane aus Samt, aber dann müssen wir noch 2 kaufen. Ottomane aus Samt? Ja, heißt der. 1, 2. Ja, aber das sieht dann noch ganz nett aus eigentlich. 3, 4. Ja, oder? Ja, genau. Oder noch hier. 2 hier. Ich denke immer, das ist ein... Stell die doch in die Mitte auf den Teppich. Also auf diesen, also oben. Oben einen und unten. So, es geht nicht mittig. Ah doch, das geht mittig. Guck mal. Ja. Sieht doch gut aus. Dann hätte ich aber diese eher auf die Teppiche gestellt, weil es ja 4 sind. Weißt du, was ich meine? Ja, oder was? Ja. Und den hier hin? Dann dort hin. Eine runter? Eine hoch. Ja, so. So? Ja, ja. Also der muss zwar einen nach vorne, aber egal, guck, das ist nicht gerade, ne? Ach, Mano. So, so ist schön. Irgendwie ist das nicht gleich. Doch. Doch, jetzt ja. Egal. Ja. So. Jetzt müssen wir garantiert wieder zu ihr hinrennen. So gut ist. Wo ist sie denn? Kehre zu Eve zurück, habe ich doch gesagt. Wir müssen wieder zu ihr hinrennen. Wo ist sie denn? Ach, da. Zu Hause bei uns. Aha. Ja. Eve! Da ist sie da. Name? Ich habe die Gegend noch niedlicher gemacht. Wenn du bereit bist, können wir mit dem Feuergewehr beginnen. Hummel, Hummel, Moss, Moss, Aufgabe. Okay, warte, du willst, dass ich die Show beginne? Das ist eine große Verantwortung. Ich könnte sogar auf den Abend warten, damit die Show perfekt ist, wenn ich will. Oh. Platziere den Feuerwerkswerfer. Optional, warte bis zur Nacht. Wollen wir bis zur Nacht warten? Das können wir ja gar nicht. Ja, aber es ist ziemlich unspektakulär. Ja, aber wir nehmen ja heute Abend nicht auf. Ja, dann... Ja, aber tagsüber ist es ja... Also... Dann können wir die Quest aber nicht abschicken. Vielleicht stellst du es einfach schon mal hin und dann... passen wir es mal ab, wenn es ein bisschen... Oder du musst mal in die Einstellungen auf Nacht wechseln, weil das geht ja irgendwie. Konnte man ja machen irgendwie. Ich kann es nicht setzen. Warum nicht? Er zeigt rot an. Hä? Ach so. So weit muss das weg sein, oder was davon? Das finde ich blöd. Hier könnte ich setzen. Ja, das ist so. Gar nicht mehr. Ja. Da könnte ich sein. Also ganz ehrlich, dann mache ich die lieber noch weiter auseinander, oder? Ja,
Ja, würde ich auch. Oder du machst mal ein, also nimm mal alle weg, bis auf das Gelbe oder so. Und dann stellst du das Feuerwerkding dahin und dann machst du den Rest, damit du da irgendeine Orientierung hast oder sowas. Das ist ja irgendwie ein bisschen. Ja, so. Ja, das ist auch gut. Ja. Nee, das ist falsch, oder? Nee, ist richtig. Das stand jetzt gerade, war aber nicht. Guck mal, siehst du, was ich meine? Auf einem einen Stuhl ist das. So ist richtig. Ja. Wieso geht das denn jetzt? Ja. Ja, geht. Wieso geht das jetzt? Frag mich nicht, verstehe ich auch nicht, aber gut. Ja, das ist ja vielleicht ein bisschen nah ran, ne? Rakete im Gesicht. So, ja, ne? Ich glaube, die Außen müssen wir auch noch mal aus ein bisschen weiter. Nein, 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 du warst doch da richtig. Doch, der ist richtig. Der hier. Ein rein und raus. So, ne? Und noch ein raus. Ja, vor allem müsste der jetzt einen runter auch. Sonst ist das nicht mittig. So ist mittig. So? Ja, so ist schön. Sieht aus dem Stern. Ein bisschen. Aha!